Hallo und herzlich willkommen zu einer ehrgeizigen Runde. Wenn wir uns den Raum mal so anschauen, dann wissen wir doch alle, was jetzt passiert. Richtig, alles was nicht festgenagelt ist, gehört uns. Und zur Not besorge ich mir eine Zange. Very well. Da hätte ich ja eigentlich schon ganz gern erfahren, warum, weshalb und wieso ich hier in die Falle gelockt werden sollte, wo ich doch die Unschuld in Person bin. Aber ich glaube, aus dem bekommen wir nicht mehr viel heraus. Da bleibt nur noch Staub und Asche. Vielleicht hilft aber ein Blick ins Buch. Da kam ja auch noch was hinzu. Und das wäre der bleiche Elf. Warte auf Raphaels nächstes Erscheinen. Wir haben den Ortonen getötet, wie Raphael verlangt hat. Jetzt warten wir auf den Teufel und darauf, dass er das Versprechen hält, das er Astarion gegeben hat. Wann und wo auch immer. Na toll, da werde ich hingehalten. Und die Auserwählte von Schar. Schließe die Prüfungen der Schar ab. Schattenherz hat erkannt, dass es sich bei diesem Tempel um die legendären Proben der Schar handelt. Eine Stätte, an der Novizen versuchen können, dunkle Justiziare zu werden. Nach Untersuchung eines Altars erfuhr sie, dass sie eine Reihe von Prüfungen bestehen muss, um zur Kriegerin der Schar geweiht zu werden. Schattenherz möchte die Proben bestehen und selbst eine dunkle Justiziarin werden. Wenn sie das unbedingt will, dann bin ich dabei behilflich. So macht man das doch unter Freunden. Dann mal ran ans Werk. Vertreter Knochenmarkthron. Mit einer Ratte obendrauf. Der ist doch für einen Zwerg gemacht, oder nicht? Mit Tieren sprechen habe ich noch. This is the path of heroes. Your feet sully it. Och, pass auf, was du sagst. Mein Kolben sitzt heute locker. Two legs, too familiar. Das sehe ich anders. Join an army, became an army. Leave! Ich brauche keine Armee. Ich brauche nur meine tapferen Gefährten. Die reichen vollkommen aus. Unworthy. Unworthy to walk among friendly bones. Leave! Ich muss mir noch überlegen, was ich mit euch mache. Haue ich euch alle um, kommt dann der Rattenkönig, oder wie? Da gibt es ja gar nicht so viel zu holen. Ach, wie das wieder aussieht. Manch einer mag Gefallen daran finden, aber für mich ist das nichts. Und was finden wir da unten? Ach, wenn ihr mich fragt, würde ich sagen, alles Opfer des Hinterhalts. Naja, die meisten. Einfach so liegt er da, der Schattenedelstein, den wir brauchen. Das nenne ich doch mal freundlich. Ortons Bett. A bed made of corpses. Disgusting and uncomfortable. Absolut. Das drückt doch im Rücken.
besonders die Zacken hier. Rückenschmerzen vorprogrammiert. Ich sag's euch. Der Orthopäde freut sich. Da hat man mir nicht viel liegen lassen. So gesehen habe ich, was ich brauche. Von oben kamen wir. A foul totem of agony, mounted with sadistic relish. Ja, ich sehe es. A macabre arrangement of flesh. Only a truly depraved mind could dream of such a thing. Das sowieso. Alle krank im Kopf hier. Dunkler Justiziar, Panzerhandschuhe. Deine Waffenangriffe bewirken zusätzlich 1 bis 4 nekrotischer Schaden, Rettungswürfe stärker plus 1. Badabing. My faith will guide me. Müsste doch was für dich sein, oder? Fürs Erste würde ich mal tauschen. Behalt's mal bei dir. Time to rest. Leg es nicht so weit weg, dass du es wiederfindest. How much farther can I go? Ist zwar kaputt. Aber der Händler lässt bestimmt trotzdem noch ein paar Münzen dafür springen. Wartet mal. Da mache ich zuerst den Gang hier draußen, über den ich eigentlich reingekommen wäre. Das war's auch schon. Was sieht man denn von hier aus noch? Das haben wir schon mal aus anderem Blickwinkel sehen dürfen. Gut. Chambers of Penance. Buße? Buße muss ich nicht leisten. Ich bin mit mir im Reinen. Eine komplett weiße Weste habe ich. Geht's wirklich komplett nach unten? Also doch erst darüber.
Hey, wenn's keiner mehr haben will, wird's eingeschmolzen. Spinnenfleisch. Da vergeht mir der Appetit. Wer soll denn da dran kommen? Ja, öffnen. Ist klar. Hat mal jemand eine Leiter für den kleinen Zwerg? Well-chewed spider carcass oozes on the ground. Ja, hätte ich jetzt beinahe übersehen. So bin ich nicht drauf. Auf keinen Fall. Da kriegst du doch Warzen auf der Zunge. Kluges Köpfchen. Fresh bite marks, an old puncture wound, and a faint pulse of something not entirely natural. Ja, aber was genau? Gibt es da vielleicht noch irgendwelche Anzeichen, die sich deuten lassen? Sieht nicht so aus. There appears to be nothing out of the ordinary. Ich werde da jetzt nicht dran lecken. Vergesst es. Keep your distance, darling. Astarion. Well-chewed spider carcass oozes on the ground. Vielleicht hat er's ja drauf. Fresh bite marks, an old puncture wound, and a faint pulse of something not entirely natural. The meat is oozing, but not with blood. It's been dosed with a potion. Aha. Und das hilft mir aber auch nicht. Ach, nimm doch mal eine Geruchsprobe. Sulfur, decay, and a thin whiff of something unexpectedly fragrant. Wann bekommt man schon mal die Gelegenheit, an einer Spinne zu lecken? Also. The meat tastes of rot and sour milk. Your stomach lurches, but your loins tingle. Was that arousal? My, my. Is it me, or do I see a bit of flush in those cheeks? In amongst the rot is an unmistakable sweetness. Succubus spittle. The meat is charmed. Na super. Das hat mir ja jetzt viel gebracht. Und falls er doch erregt sein sollte, will ich's gar nicht sehen. Dreh dich bitte nicht um. At least things have stayed interesting. Das Zelt in deiner Hose ersparen wir den Zuschauern. Gab aber auch jetzt
keinen Nachteil. Best be on my way. Ach, wer soll denn da den Überblick behalten? Wo war ich jetzt schon drin? Ausrüstung nehme ich mal an mich. Ich halte sie in Ehren, versprochen. Dunkel war's. Aber so richtig dunkel. Richtig, richtig dunkel. Eine Falle an dieser Truhe? Stiefel der Pracht. Bardische Inspiration wiederherstellen. Bräuchte man einen Barden in der Gruppe? Tja. Den kann ich mir nicht leisten. Guck doch mal hier, ich zähle 1, 2, 3, 4 Speere, 1, 2, 3, 4 Hellebarden und nichts darf ich einstecken. Gut, dafür gibt's das da. Das altbekannte Problem. Mein guter Will, bei dir ging auch nicht mehr so viel, oder? Doch, doch. Also, eine kleine Ladung kannst du mir noch abnehmen. Na komm. Have a lot on my mind. And, well, in it. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Can't slow down. Habe ich mich da eigentlich schon draufgelegt? Nein! A bed made of corpses. Disgusting and uncomfortable. Kann ich gar nicht. Ja, die Flecken. Die hätte ich auch nicht mehr aus dem Umhang rausbekommen. Besser so. Das bedeutet jetzt, auf der Seite könnte ich nach unten. Auf der anderen Seite. Die Proben der Schar weitermachen. Und ich glaube, hier drüben gab es auch noch irgendwo einen Gang. Wenn mich nicht alles täuscht.
komme ich von hier aus gar nicht hin. Ja, dann müssen wir wieder zurück. Ja, steht schon richtig. Ja, ach, nicht doch. Foul totem of agony, mounted with sadistic relish. Und je mehr ich davon sehe, umso mehr dreht sich der Magen um. Ist ja ganz schön, aus nächster Nähe. Dann doch besser den anderen Weg. Oder komme ich da gar nicht so hin? Doch. Müsste dann auch möglich sein. Wartet mal. Da ging's runter. Jo. Vermeiden wir blaue Flecken und Verstauchungen. Schafft ihr das? 4 von 4. Applaus. Knappes Ding. Aber machbar. Aber nur für ihn. Oh oh. Oh oh. Warte mal. Watch your back. Nee! Nee! Oh nee! Oh wieso? Och nee, komm! Gib dir einen Ruck! Na. Macht's euch Spaß! I'm ready, whatever it takes. Still breathing. Naja, despite everything. Ich bleibe mal in Bereitschaft. Spieglein, Spieglein an der Wand. Bin ich der Kleinste in diesem Land? The mirrors here seem to not reflect light, but devour it. Aha. Wie ein schwarzes Loch. Alles rein, nichts kommt raus. Time to press ahead. Soll. Allein traue ich mich nicht. Wo würden wir hier lang kommen? Bis nach unten. Und da gibt's weitere Knochenhaufen. Wie das aussieht.
Garten noch mal reinschauen? Spiegel des Verlusts. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich traue dem Ganzen nicht. Na toll. Ach Menno. Nein, nein. Let's get going. Bleib du mal da. Need to find a way forward. Ich überlege nur gerade. Don't touch me. Wie viele Tränke hätte ich denn? Und wie sahen die aus? Wenn man sich das nur merken könnte. Fliegen. Gift. Oh. Nur einen einzigen. Das ist übel. Na komm, ich versuch's trotzdem mal. Oder? Nee, das geht auch nicht. Einmal komm ich mal noch zurück. Have a lot on my mind. And, well, in it. So, wir zwei beiden. Wir machen das jetzt hier. Chamber of Command. Nimm wahr, was mir entgangen ist. Na? Hm. What's that? Und da war es nur eine lose Karre. Kommst du auf einmal dran? Bis hoch an die Decke reicht dein kurzes Ärmchen. Step lightly. Jetzt hier schön sitzen. Die anderen können warten. Ach, legen wir die Füße hoch. Ach, kleines Päuschen. Für die alten, müden Knochen. Moving. Ja, ja, ist gut. I've got a long road ahead. That's curious. Schau, Wandgemälde. Ich glaube, ich brauche auch Schattenherz. In darkness, truth. In shadows, justice. In the dark lady's name. Always. There was magic in this glass once. Dark, hungry magic. Das habe ich schon mitbekommen. Aber danke für den Hinweis. Breathe deep and move. Someone there. Tread lightly. Das ist nichts für meine dicken Finger. Should be easy.
Elixier des Kolosses. Vivon Gift und Gold. Ach, ist es mir das jetzt wert, den Trank zu schlucken? Shouldn't have wished to live in more interesting times. Ach, extrahieren kann ich gar nichts mehr. Fliegen wäre möglich. Zweimal nur. Chlorreicher Sprung. Viermal. Na kommt, da hau ich noch einen raus. Da kann ich den einen nutzen. Hab noch einen auf Reserve. Und da hole ich die Schattenherz noch rüber. Kann ich das untersuchen? Kann ich nicht. Oder finden wir vielleicht doch noch eine andere Möglichkeit? Ach, warte mal, da drüben ist doch erhöhte Position. Bin ich echt so blöd? Nein, diesmal nicht. Dann muss... Ali, hopp. This way. Ich brauche deine Expertise. In darkness, truth. In shadows, justice. In the Dark Lady's name. Always. Oh, und weiter nichts? Ist aber belastend. The mirror is shattered and beyond any use. Prima. Toll. Nicht mal das kann ich nutzen. Mind never quiet. Vollkommen umsonst. Have to keep going. Am Trank genuckelt. Bei dem ganzen Zeug und den Weihrauchschalen, da muss der nächste Händler aber einen großen Goldbeutel mitbringen. Oh, war der Silberschlüssel vielleicht für die Truhe? Nun ist zu spät. Müsste man mal vorher schauen. Naja. Reflexionen über den Spiegel des Verlusts. Wozu der heilige Spiegel einmal gedient haben mag, ist nicht mehr bekannt. Manche vermuten, dass er das Ergebnis von Telamond Tantuls Versuchen war, ins Schattenfell einzutauchen, in der Zeit vor der Torheit seines Meisters Karsus. Andere sagen, er sei erst nach dem Fall von Nesseril zu einem Relikt geworden, als die vom Verlust geplagten Überlebenden der schwebenden Städte Trost in Herrin Schars Umarmung gesucht haben. Nur eins ist sicher, viele Anhänger der Nachtsängerin sagen, sie würden in der Nähe des Spiegels ein Echo ihrer Macht und Erhabenheit spüren, obwohl er zertrümmert ist. Dieses Gefühl soll aber nachlassen, sobald man sich einen Schritt vom Spiegel entfernt. Daher rührt der Name, unter dem er bekannt ist.
Unsere Gelehrten studieren den Spiegel weiterhin, doch sein wahres Wesen wird uns vielleicht für immer verborgen bleiben. Wenn die dunkle Herrin es gut mit uns meint, offenbart sie uns vielleicht noch ein weiteres dieser heiligen Relikte, auf das wir die volle Macht ihrer Umarmung spüren können. Das erweitert meinen Horizont nicht wirklich. Tja, da ist die Kammer leer, da gibt es hier nichts mehr. Können wir wieder verschwinden. Oder hat es noch was damit zu tun? Whatever comes, I'm ready. The mirrors here seem to not reflect light, but devour it. Nimm es auf, das Licht. Still breathing, despite everything. Walk in death. Na gut, dann muss ich wohl erstmal zurück zum Wegpunkt. Ja. Das andere Stück. Ganz unten müssen wir uns aber noch anschauen. Und hier fehlt uns ja auch noch der Hebel. Fällt mir da gerade auf. Edelstein haben wir. Da müssten wir dann darüber kommen. Ach ja, da musstet ihr ja auch springen. Na dann, liebe Leute, schlage ich vor, das, was dort unten liegt, schauen wir uns beim nächsten Mal an, zusammen mit dem auf der anderen Seite hier drüben. Und vielleicht reicht dann auch noch die Zeit, um die Prüfung zu beginnen. Für heute war's das dann aber. Und so sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat es gefallen, dann Like und Abo dagelassen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.